Ja, und Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere mit dem FC Basel. Wir haben unser erstes Spiel ziemlich deutlich gewonnen gegen die Young Boys. Heute ist ein anderes Kaliber der Gegner, nämlich der FC Luzern, wo es für mich ein bisschen, ja, ich muss mal sagen, auch ein bisschen um die Rivalität geht, weil eine gute Freundin von mir ist tatsächlich Luzern-Fan oder zwei eher. Und ja, und dann hofft man natürlich, dass man den Gegner schlägt. Ich war tatsächlich im Februar da beim Spiel gegen Basel, gegen Luzern, hat der FC Basel ja mit 3-1 gewonnen. Und so ein Ergebnis wünsche ich mir heute auch. Ich habe einen Unterschied jetzt gerade gemacht. Ich habe die Hardstyle ein bisschen runtergestellt auf 4 Minuten und ich habe die Stufe hochgestellt auf Weltklasse. Weil ich freue mich zwar über den Sieg und alles drum und dran, aber 8-0 gegen die Young Boys ist nicht unbedingt das Ergebnis, was ich so erwarte. Gegen Lugano oder sowas, das wäre okay, das sieht ein bisschen was anderes aus. Aber gegen Young Boys ist es ein absolutes Top-Team. Und hat sich Basel in den letzten Jahren eigentlich immer schwer getan. Ja. Gut, ja, egal. Wir gehen rein und schauen mal, was uns so erwartet. Wir sind Tabellenführer und erwarten jetzt den FC Luzern zum ersten Heimspiel diese Saison. Wir haben ein Angebot für Cedric Itten. 820 Alltag. Das Angebot lehnen wir ab. Verstehe. Ja, egal. Wenn wir es in Sicht tragen, ist. Warte mal, ist der. Ah, hier. Das können wir annehmen, das Angebot. Gut. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft auf der anderen Stufe und alles drum und dran. Wir haben eine Pressekonferenz, die wir jetzt geben, auch, wo wir jetzt auch reingehen. Ist nicht weiter tragisch. So, wir gucken mal. Wir loben auf jeden Fall Martinez, der jetzt im ersten Spiel hat, wie gesagt, 3 Tore gemacht. Und jetzt dürfen wir rein. Rum, holt sich noch einen neuen Spieler, okay. Gut, ja, auf geht's. Zweiter Spieltag. Luzern als Gegner und wir spielen in Rot-Blau natürlich. Und die Luzerner werden in Gelb antreten als Gast natürlich. Entschuldigung. So, wir brauchen natürlich jetzt erstmal hier. So, okay, los geht's. Erstes Heimspiel im St. Jakob Park oder im Rogeli, so wird es eigentlich ja genannt. So, schauen wir mal, was es heute hier so gibt. Wird das wieder ein relativ einfacher Sieg oder wird das ein Sieg werden? Wird das ein Spiel werden, wo es halt die erste Saisonniederlage gibt. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, wir wollen erstmal reinkommen. Oh, ein bisschen mit Glück. Und jetzt der Ball auf den Stürmer da vorne. Und das 1 zu 0 für den FC Basel. 5. Minute. Tor. Guter Spielzug. 1 zu 0. Und es war Ricky van Wonsinkel mit seinem dritten Saisontor schon mittlerweile. Traf ja beim Auftakt doppelt. Wir haben ja einen ehemaligen Luzern auf der Bank sitzen mit Francisco Rodriguez. Mal gucken, ob der heute nochmal zum Einsatz kommt. Gut, die frühe Führung für den FCB. Wie wird Luzern reagieren? Das ist die große Frage. Ich habe ja mir so ein bisschen das Ziel gesetzt, den FC Basel als internationales Top-Team aufzubauen. Irgendwann wirklich richtige Top-Spieler zu mehr, also doch beste Top-Spieler zu haben, als ich momentan zur Verfügung habe, auch wenn das Geld momentan halt ein bisschen fehlt. Ah! Wäre der da dran gekommen, wäre es vielleicht sogar hier das nächste Tor gewesen. Aber okay.
wie seit im Februar sagt, ich war hier im Stadion. Also und habe einen 3:1-Sieg gegen den FC Luzern jubeln dürfen. Habe ich eine Freundin von mir besucht. Und er gibt Elfmeter! Er gibt Elfmeter für den FCB! Jetzt muss ich gerade gucken, warum. 14. Minute, Elfmeter für den FC Basel. War das ein Handspiel tatsächlich? Er gibt keine Wiederholung. Jedenfalls wird Van Wolfswinkel antreten. Den oben rechts rein. Der Torwart hält. Basel vergibt die Riesenchance auf das 2:0. Ziebung hält das Ding sehr, sehr souverän. Sehr gut gehalten. Ja, nicht so gut geschossen. Aber okay. Aber das 2:0 lässt doch nicht lange auf sich warten. Und ich glaube, es war Seredier. Nein, das war Balanta. Der Außenverteidiger, der Innenverteidiger mit dem 2:0. Hier einmal, dann kann er den nochmal ohne Probleme durchlaufen. Und es steht 2:0 nach 17 gespielten Minuten. Also viel Unterschied macht das nicht bei Weltklasse tatsächlich bisher. Aber warte mal, bis die Top-Teams dann immer kommen. Gerade wenn es in die Champions League reingeht. Kein Abseits. Das gibt aber auch nichts. Das war irgendwie beigespielt, entscheidet der Schiedsrichter. Aber da entscheidet der Foul. Okay. Und der letzte bleibt der Luzerner liegen. Es gibt eine gelbe Karte für El Yunusi. Okay. Er muss jetzt mal draufhalten und es steht hier 3:0, 23. Ricky van Wolfswinkel eben noch den Elfmeter verschossen und jetzt macht er so ein Ding hier. Der Abstoß von Zibung kommt natürlich Postwende zurück und zack holt van Wolfswinkel so ein Ding raus. Habe ich hier immer noch auf Profi stehen? Habe ich immer noch auf Feldkasse? Steht gar nicht drauf, ne? Scheiße. Sein viertes Saisontor mittlerweile. Okay, kann Luzern sich nochmal da irgendwie ein bisschen erholen von oder wird das hier das nächste Desaster? So, das müsste eigentlich auch die gelbe Karte geben. Die gibt es auch. Custodio mit der gelben Karte. Absolut richtig, weil es ja wahrscheinlich als taktisches Foul gesehen wurde. Es gibt bestimmt auch Schiedsrichter, die dafür rot gesehen gegeben haben. Und der nächste Angriff läuft. Und hier steht es sogar 4:0 mittlerweile durch El Yunusi. Aber schöne Flanke. Schön hinten auf den zweiten Pfosten, weil El Yunusi ohne Probleme steht. Und den noch annehmen kann und dann einschieben kann. 28. Minute. 4:0 für den FCB. Ja. Steffen. Geht über die Außenbahn. Und verspielt er sich ein bisschen da gerade. Und jetzt zieht er den mal wieder. Also ein Ding hinten auf dem zweiten Pfosten. Und es gibt den nächsten Elfmeter. Was ist hier los? Elfmeter schießen in Basel. 4:0 stehen sie schon und jetzt kriegen sie den zweiten Elfmeter zugesprochen. Ah, da kann ich aber nichts wirklich erkennen, was so ein Elfmeter gerechtfertigt. Von Wolfswinkel soll es egal sein. Diesmal macht das souverän. Und es steht hier 5:0.
Sehr gut. Und jetzt vielleicht mal. Ah, der Ball war ein bisschen schlecht gespielt. Schade. War mal eine Idee wert. Martinez noch kein Tor gemacht heute. Noch nicht wirklich viel aufgefallen, aber. Mal gucken. Serie. Steffen. Ah, da wollten sie doch ein bisschen zu. Ups, es wird auch eine Karte geben. El Yunusi. Oh, der Ball auf. Ja, noch keinen. Gibt nichts. So, jetzt müsste der Schiedsrichter eigentlich nochmal eine Karte ziehen gegen Steffen. Das macht er auch gerade. Gelb für den Rechtsaußen. Ja, läuft erstmal zumindest. Hat es halt schon wahrscheinlich 5-0. Hätte nicht erwartet, dass es so einfach wird. Aber mal gucken, was dann die zweite Halbzeit noch so bringt. Ja, Pause. Das ist mal eine Demonstration, ähnlich wie am Samstag der FC Sion jetzt bekommen hat. FC Basel war es auf 5 Tore in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wird wahrscheinlich, ja, ich würde mal doppelt wechseln jetzt gerade. Rodriguez rein und links brauche ich noch einen neuen Spieler. Aber was so. Doppelwechsel beim FCB. Rodriguez und Franzhorn für Steffen und El Yunusi, die neu in der Mannschaft. Mein Gelb vorbelassen. Jetzt müsste ich bei Rodriguez auch mal die Trikotnummer anpassen. Weil der ja beim FC Luzern die 68 hatte, die kriegt er nämlich hier. Will ich ihm hier auch geben. Aber erstmal fällt das nächste Tor. Und es war, glaube ich, wieder Valanta. Ne, Serie D diesmal. So, dritter Wechsel auch direkt durchziehen. So viel raus zur Säulermannschaft. Die 34, Tauland Jaka. Ach, schade. Ja, aber, Alter, was für eine Machtdemonstration. Gut, Basel ist absolutes Top-Team in der Schweizer Liga, aber dass man am ersten Spiel direkt 8-0 gegen die Young Boys gewinnt und dann statt jetzt 6-0 gegen Luzern. Aber hier der Pfostenschuss von Van Wolfswinkel, der ja schon 3 Tore gemacht hat mittlerweile. Und hier knapp an seinem 4. vorbei hüpft. Schade. Aber okay. Aber hier Villa Lucia, die lassen so, machen so viele Fehler. Einmal kurz angenommen und rein ins Glück. Ricky van Wolfswinkel. Ich wundere mich gerade echt, dass ich noch auf Weltklasse sind, trotzdem noch so hoch gewinne. Ich muss da noch ein bisschen was rumspielen. Das geht mir dann doch zu einfach, muss ich sagen. Ah, schade. Aber ja, schauen wir mal, wie es halt wird, wenn die Top-Teams kommen in der Champions League. Und jetzt darf auch Martinez ran. So einfach, das kann nicht sein, dass es über die, ich muss mal kurz über die Einstellung gehen, das kann nicht sein, dass ich Steuerung anfassen.
Was ist das? Audio habe ich eh runtergestellt komplett. Ich muss mal hier ein bisschen was runterstellen, das ist klar. Aufstellen. So, machen wir es mal so. Geht mir zu einfach. Naja, gucken wir mal. Ist halt jetzt. Bei Verlust. Ups. Der war sogar gar nicht mal so schlecht. Da ist aber noch einer dran, okay. Oh, der gibt den nächsten. Dritter Elfmeter in diesem Spiel. Und ich glaube, es war wieder ein Handspiel. Von Wolfswinkel, der ist links ja eben gut so. Der gut. Und auch den Fall hält der Siebung. Hält hier zwei Elfmeter, aber kriegt trotzdem acht Stück wieder mal. Ah, schade. Ah, Mann, ich komme nicht vorbei in dem zweiten. Und der Ball ist weg. Ah, das wäre fast perfekt gewesen. Ups. Warum schieße ich nicht drauf? Ich auf X gekommen. Schöner Ball auf den Außenspieler. In dem Sinne Rodriguez. Aber der ist gut dabei und holt sich diesen Ball auch zurück eigentlich wieder. Ah, das könnte Ecke geben. Gibt es auch. Diesmal kein Elfmeter nach der Ecke. Aber. Und das war's. Das nächste Spiel gewinnt auch gewonnen. Ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis wie auf zum Auftakt. Ja. So kann man auch in der Saison starten mit dem Viererfach Torschütze Ricky van Wolfswinkel. Und ja, freut mich. Luzern hatte nichts, war auch null zu melden in diesem Spiel. Da geht der Sieg auch wahrscheinlich in der Höhe ziemlich in Ordnung. Ja, liebe Leute, ich gucke jetzt gerade mal so meinen Kalender. Warte mal, was so. Moment, ich gucke gerade, so, dringend mal gucken, was der Kalender jetzt gerade sagt. Meine Karriere, Postangangsergebnis. Okay, das Ergebnis verkauft, das ist sehr gut. Gut, das passt auch. Da ist ja noch ein Transferbudget eigentlich noch so. Für noch einen neuen Stürmer, vielleicht einen Außenspieler. Aber erstmal werde ich was anderes machen. Ich würde mal die Nummer ändern, kurz bei Rodriguez. Wir sollen seine 8er loswerden. Wo sind die denn? Da unten. Ich finde ja gut, dass das mittlerweile unten drunter steht und ich jetzt Nummer ja das ändern muss.
So. Rodriguez kriegt die 68, sehr gut. So, ich könnte jetzt hier sagen, ich würde die Leihe gerne abbrechen. Aber ich guck mal, wir haben ja Bühler noch auf der Bank, eigentlich für linken Mittelfeld. Ich bräuchte eigentlich, oh, rechten Mittelfeld haben wir ja links. Eigentlich brauche ich tatsächlich jetzt gerade noch keinen. Ihr könnt ja gerne trotzdem mal in die Kommentare schreiben, was man noch so holen könnte, theoretisch. So, na gut, das passt auf jeden Fall erstmal mit der Mannschaft. So, ich will mal gerade gucken. Gibt es hier irgendwo einen Kalender? Entschuldigung. Ja, Tabellenführer. So kann man auch starten. Lugano Zweiter, Luzern Letzter. Gerade Lugano, die hätte ich nicht da oben jetzt erwartet, wenn ich ehrlich bin. Gibt es hier irgendwo einen Kalender? Oder sehe ich das jetzt gerade einfach nur nicht? Ist das hier irgendwo? Ne, es ist was anderes. Es ist Verträge und so. Spielersuche, Büro, Posteingang, Jugendstab, Jugendakademie, Finanzen, Transferbudget, Gehaltsbudget habe ich ja gar keins mehr. Da ist es doch. Wunderbar. Nächstes Spiel und zwar morgen jetzt gegen Thun und dann geht es zum Derby gegen Grasshoppers. Okay. Nicht schlecht. Thun, Grasshoppers, Dings. Lugano, Zion. Okay. Ja, übermorgen schon Derby, okay. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 18 Karriere und dann freue ich mich, wenn ihr dann hoffentlich auch wieder mit dabei seid. Bis dahin und auf Wiedersehen.